Ruderboote, eins der Features, worauf sich am meisten auf Forsaken Shores gefreut wird, und bereits seit Beginn des Spiels werden diese sehr lange in Sea of Thieves erwartet. Ich habe alle Infos zusammengetragen aus Artbook, Videos und aus dem Spiel selbst und die möchte ich euch heute mitteilen. Das Ruderboot kommt ja in Sea of Thieves mit Forsaken Shores, weil wir eine neue gefährliche Region mit Devil's Roar bekommen und nicht zu nah mit unserem Schiff an diese Inseln ransegeln sollten, weil da Felsen vom Himmel fallen und es auch zu Vulkanausbrüchen kommen kann. Das soweit zum Kontext, warum diese in Sea of Thieves überhaupt kommen. Gehen wir jetzt ein bisschen auf das Design der Ruderboote an sich ein. Diese gibt's schon in verschiedensten Formen in Sea of Thieves, man bemerkt sie aber eigentlich gar nicht. Sie liegen zum Beispiel kaputt oder ganz am Strand, in groß oder in klein. Dabei ist eben zu vermuten, dass die verschiedenen Größen schiffsabhängig sind. Die kleinen sind also für die Schaluppe und die großen für die Galeone und vielleicht so eine Art Mittelding ist dann für die Brigantine. Das Artbook verweist aber noch auf was ganz anderes, und zwar auf ganz verschiedene Designs der Ruderboote und auf eine Art Galeonsfigur. Also vielleicht können wir unser Ruderboot wirklich komplett selbst anpassen, genauso wie unser Schiff. Wie ich gerade eben schon erwähnt habe, können wir Ruderboote ganz oft schon in Sea of Thieves finden, und da gibt's eine Art, die auch öfter mal vorkommt, die untypisch ist, und zwar sind die dann eingebuddelt im Boden und stehen, so als eine Art Shop für fahrende Händler, die kommen, und das sind dann temporäre Verkäufer, die dann dort ihre Ware anpreisen könnten. Das hat im Endeffekt nichts wirklich mit den Ruderbooten an sich zu tun, aber ich wollte es trotzdem mal kurz erwähnen, denn darauf wird auch im Artbook verwiesen. Wie funktionieren die Ruderboote jetzt eigentlich? Sicher ist auf jeden Fall, dass sie an jedem Schiffstyp nutzbar sein sollen. Das bedeutet an Galeone wie auch an Brigantine und an Schaluppe. Man müsste natürlich irgendwie neue Seilwinden anbringen, die zum Hochziehen des Ruderboots geeignet sind, aber wie man das macht, das steht noch in Frage. Das Artbook zeigt uns zumindest bei der Galeone, wie sich die Entwickler das gedacht haben. Und zwar am Heck einfach hochziehbar, und man kann das tatsächlich auch im Spiel schon so erkennen, dass das dort vorgesehen ist. Bei der Schaluppe kann man das eigentlich auch dort vermuten, dass man es am Heck über diesem Aufbau hochzieht, aber das Problem ist bei der Brig. Da ist es tatsächlich noch sehr unsicher, weil man keine wirkliche Befestigungsmöglichkeit hat. Und da ich nicht davon ausgehe, dass eine Klappe aufgeht und man das Ruderboot im Unterdeck parken kann, müsste da Rare noch eine Aufhängemöglichkeit schaffen, an der das Ruderboot befestigt werden kann. Gehen wir weg von den größeren Schiffen und kommen wirklich hin zu dem kleinen Ruderboot an sich, denn wenn das zu Wasser gelassen ist, ist es sicher, dass die Paddel einzeln bewegbar sein werden, um zum Beispiel eine schnelle Wende zu vollziehen. Frage ist aber noch, ob zwei Personen die Paddel dann einzeln bedienen. Das wäre zum Beispiel bei einer Galeone meiner Meinung nach sehr, sehr sinnvoll. Wir werden außerdem die Paddel in den Boden rammen können, um vielleicht entweder noch schneller zu drehen oder auch einfach mal das Boot an einer Position zu halten. Jetzt habe ich in unter 3 Minuten zusammengefasst, was wir alles so rund um das Ruderboot wissen. Worauf freut ihr euch am meisten in Forsaken Shores? Und was muss das Ruderboot noch für Features haben, was ihr euch wünscht? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Wenn du mehr Sea of Thieves News, Gameplay, Tipps und Spekulationen sehen willst und natürlich Livestreams, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, denn hier bekommst du täglich neue Inhalte rund um Sea of Thieves. Wir sehen uns wieder, wenn der Wind auf den Weltmeeren richtig steht. Ahoi!